Einen wunderschönen Dienstagnachmittag. Herzlich willkommen bei Volksinteraktiv. Jetzt bin ich nicht mehr allein hier bei mir im Studio. Einer, den kennen Sie schon, das ist unser Pizzeria Kurt. Hallo Kurt. Hallo, servus Lisa. Und die Gitti hat er mitgebracht. Hallo. Also du bist die Frau von Kurt. Ja. Okay. Sehr schön, dass ihr heute da seid. Was habt ihr denn da jetzt alles mitgebracht? Also ich möchte vorerst einmal den Ort Kamitz vorstellen. Mhm. Und als zweites, unsere Tochter hat etwas gebrochen, ja. Und zwar eine Donuts für euch. Die Kaffeemaschine steht bereit. Oh. Und in der Pause werden wir das genehmigen. Hast du wieder die George Clooney Kaffeemaschine ja, dabei? Ja, selbstverständlich. Oh, da freuen wir uns wirklich alle schon sehr drauf. Also über Gamlitz werden wir heute reden. Natürlich auch über eure Pizzeria. Pizzeria Kurt in Gamlitz ist natürlich jedem Volks-TV-Zuseher ein Begriff. Und über die Volks-TV-Party auch unbedingt, weil ich habe es euch schon erzählt und ihr habt es auch selber mitbekommen. Es rufen so viele Leute bei uns an und haben da so viele Fragen dazu. Falls es jetzt wirklich jemanden von unseren Zuschauern gibt, der euch noch nicht kennt, was ich ja fast nicht glaube, habe ich gedacht, wir stellen euch mal kurz vor. Also ihr kommt aus Gamlitz und habt dort eine Pizzeria, die Pizzeria Kurt. Also ich bin Gamlitz die Pizzeria, aber ich komme aus Leutschach. Das ist eine Nebengemeinde und ich bin seit 22 Jahren in Gamlitz. Mhm. Und seit 2008 betreibe ich die Pizzeria. Okay, und Gitti, wie ist es bei dir? Ich bin eine geborene Radgersburgerin, habe also in Kurt in Graz kennengelernt und seitdem sind wir dann jetzt in Gamlitz. Und ihr habt jetzt zusammen die Pizzeria? Ja, wir haben zusammen die Pizzeria. Ja. Ich habe ja ein paar Fotos vorbereitet von euch und vom Kurt speziell. Vielleicht, liebe Regie, schauen wir uns die mal an. Oh, super Qualität. Was erkennst du denn da in den Umrissen? Ja, Lisa und die Clara. Lisa und die Clara. Und eine Volks-TV-Pizza. Und eine Volks-TV-Pizza. Weil du deine eigene Volks-TV-Pizza kreiert. Was ist denn da oben genau? Also da ist vorerst einmal Käse, sowieso Tomatensauce, Käse, Schinken. Dann ist oben Gorgonzola, Speck, schwarze Oliven und Zwiebel. Mhm. Und ich habe sie schon probiert. Sie ist wirklich gut. Und eins muss ich sagen, man wird auch sehr, sehr satt davon. Schauen wir uns das nächste Bild an. Ja, Pizzeria Kurt aus Gamlitz. Wer ist denn da noch mit dir oben? Ah, das ist mein Neffe. Das ist ein originaler Veganer. Und der hat mich dazu bewogen, auch eine vegane Pizza zu machen. Ah, okay. Das heißt, es gibt veganen Käse. Ja, genau. Was ist da sonst noch? Jede Menge Gemüse? Ja, oder? Gemüse aller Art. Also saisonbedingt. Saisonbedingt, okay. Schauen wir uns das nächste Bild an. Ja, den kennen wir natürlich. Unser Daniel Düsenflitz, auch bei dir in der Pizzeria. War auch bei mir in der Pizzeria, hat mich sehr gefreut. Mhm. Wann war denn das? Das war vorigen Mittwoch. Vorigen Mittwoch. Habt ihr da so die letzten Details für die Party besprochen? Ja, genau, die letzten Details für die Party besprochen. Er kommt etwas früher und den Ablauf. Ja, auf den gehen wir noch ganz genau ein, was da so ansteht. Ich glaube, ein Jugendbild von dir haben wir. Ja. Gut. Ist schon ein bisschen her, oder? Ist schon lange her, ja. Wie lange ist denn das her? Das dürfte jetzt sein, ich glaube, so 3 Jahre. Mhm. Das dürfte jetzt her sein, so 59 Jahre. Okay, jetzt habe ich 3 Jahre her. Wo war das? Das war in Graz am Hauptbahnhof. In Graz am Hauptbahnhof. Und sehr fesch angezogen. Damals auch schon so gern Pizza gegessen. Ich glaube, da habe ich die Pizza noch nicht gekannt. Also die Pizza noch nicht gekannt, okay. Von der Gitti, glaube ich, kommt jetzt ein Bild. Ja. Gitti, du servierst auch? Ja, ich serviere auch, ja. Weißt du, was genau du da jetzt servierst, welche Pizza? Das wird eine Lachslasagne sein und eine Salami-Pizza und eine Wahlpizza. Also da kann man dann 4 verschiedene Sorten aussuchen, die man auf der Pizza haben möchte. Du musst bitte das Mikro besitzen. Entschuldigung. Damit wir auch alles über die Pizza ja verstehen. Ja. Also nochmal zur Wiederholung. Eine Wahlpizza, da kann man sich selber zusammenstellen. Ja. Dann? Dann ist es eine Salami-Pizza und eine Lachslasagne, die ich da gerade serviere. Und bei euch gibt es ja nicht nur Pizza und Nudeln Nein. und Lasagne, es gibt auch Fischgerichte. Fischgerichte. Auch, und zwar Zahn der Natur. Das heißt, jetzt kriegen wir da Spaghetti Bolognese, ist das? Ja. Schaut auch sehr gut aus. Ja. Dann gibt es noch Spaghetti Carbonara. Mhm. Dann gibt es Spaghetti Al Dono. Mhm.
Dann haben wir Fischgerichte, wie wir vorher schon angefangen haben, Zanderfilet, das heißt mit Kartoffelkruste, Zander Natur ist mit Gemüse. Dann haben wir noch flambierte Garnelen auf Blattsalat, flambierte Calamari und Calamari Fritti. Oh. Ja. Also verhungern wird uns verhungern keiner auf der Volkstv-Party. Auf keinen Fall. Aus wie vielen Personen besteht euer Team? Vier. Vier Personen, ja. Da glaube ich, haben wir dann auch noch ein Foto. Das schauen wir uns in Kürze an. Tiefkühlpizza ist für euch aber ein Fremdwort wahrscheinlich. Na, da glaube ich aber nichts am Hut. Aber es hat jeder seine Berechtigung. Hat jeder seine Berechtigung, wenn es mal schnell gehen muss und wenn die Pizzeria Kurt nicht gleich in der Nähe ist. Ja. Du machst den Teig selber, oder? Also ich mache alles selber von Grund her, den Teig, die Tomatensauce, ich mache alles selber. Oh, Teig, Tomatensauce, okay. Und sonst die anderen Produkte kriegst du aus der Region? Ja genau, bekomme ich aus der Region. Mhm. Den Schinken, den Speck. Super. Und deine Pizzeria, die liegt direkt an der Hauptstraße in Gamlitz? Die liegt direkt an der Hauptstraße, also schräg gegenüber ist die Raiffeisenkasse. Mhm. Wenn einer kein Geld mit hat, kann ich rüber abholen. Ah, das ist ja perfekt. Oder auf der anderen Seite ist die Polizei. Oh, also aber wenn man kein Geld mit hat, man wird eine Lösung finden. Man wird eine Lösung finden, ja. Ich war mit der Clara bei euch und wir haben gar nicht lang suchen müssen. Wir sind rein nach Gamlitz und schon war die Pizzeria Kurt da. Ist echt nicht zu übersehen. Ist nicht schwer zu finden, nein. Nein. Aber zur Sicherheit, damit sie euch wirklich jeder findet, gibt es ein paar Fotos davon wieder. Also, Pizzeria Kurt von außen. Du hast jetzt gesagt, es gibt sie seit wie vielen Jahren? Seit 2008. Seit 2008 gibt es die. Ja, das ist innen. Habt ihr da mal renoviert? Nein, das besteht schon seit 2008 so. Das ist der Speisesaal, der ist übrigens nicht Raucher. Mhm. Wir haben auch einen Schankraum, wo man rauchen darf. Mhm. Wer war für die Einrichtung zuständig? Ja. Die grinst schon so. Eigentlich gemeinsam. Wir haben eigentlich das gemeinsam gestaltet, ja. Mhm. Mhm. Da wart ihr euch gleich einig, wie es ausschauen soll. Ja, schon, ja, schon. Es soll ein bisschen dezent bleiben und freundlich und eine Wärme ausstrahlen. Und ich glaube, mit den Formen ist es recht gut gelungen, dass es Wärme ausstrahlt. Ja, also es ist wirklich super gelungen, kann ich nur zustimmen. Und also uns hat es auch gleich super gefallen, wie wir reingegangen sind. Wir waren nur überrascht, dass der Kurt uns so verwirrt angeschaut hat. Ja, wie ich euch das erste Mal gesehen habe, habe ich mir gedacht, ja, dann sagen sie mir Christi. Ja. Natürlich, so wie ich gesagt, grüß euch. Aber haben wir beide weiter nichts was gedacht. Dann ist eben die Kölnerin gekommen und hat gesagt, du Gürtel, das sind vom Volkstv da und dann natürlich losgesprungen. Also wir haben uns ja gar nicht angemeldet, sind einfach rein und ja, ich glaube, das ist der Kurt, hallo, wir hätten gerne eine Pizza. Und du so, ja, gut, bitte. Und dann haben wir uns aber Gott sei Dank erkannt. Gut, dann schauen wir das nächste Bild an. Haben wir noch einige da? Da sind wir dann ja auch gesessen, draußen auf der Terrasse. Wie viele Leute haben da Platz? Um die 45 Personen haben wir auf der Terrasse Platz. Mhm. Sie ist überdacht, also bei jedem Wetter super geeignet. Das heißt, man kann da bei jedem Wetter draußen sitzen. Und wird bei der Volkstv-Party auf der Terrasse auch was passieren? Ja, also ich habe einen schönen Innenhof ja. Und auch die Terrasse und wir feiern überall. Wir feiern dann überall, perfekt. Kurt, du in Aktion, war das gerade ja, vorher? Genau, das ja? War der Schankraum. Wenn das Servicepersonal keine Zeit hat, dann serviere ich selber auch. Ah, dann servierst du selber auch. Was servierst du da? Das ist die kleinste Form der Pizza, das ist ein Schifferl. Mhm. Das schaut aus wie ein Schifferl. Mhm. Und das ist eine Wahlpizza, da kann jeder aufgeben, sie wünschen, was er will. Und das ist mit Spiegelei. Ah, das erkennst du einfach so? Ja, genau. So. Also ich kenne die Person, die was das Schifferl isst. Und der hat immer Schinken, Champignon und drei Stück Schwammerl. Aha, okay. Du kennst dich wirklich aus bei deinen Gästen da. Ja. Da haben wir nochmal die Gitti beim Servieren, da haben wir vorher schon drüber geredet. Da hat es die Lasagne gegeben, eine Wunschpizza ja. Und noch eine Salamipizza. Salamipizza. Das ist jetzt das Team. Ja. Wer gehört denn alles zu eurem Team? Also links ist meine Küchenfee, die Anni. In der Mitte ist die Silvia, die uns schon im Dezember verlassen hat. Wir haben jetzt eine neue Servicekraft. Dann ist die Gitti und dann rechts bin ich. Und ihr trinkt einen Hugo, schätze ich mal. Ja, genau, wir trinken einen Hugo. Ja. Im Herbst ist ja bei euch eher so Sturmzeit. Ja. Das ist der Bauernmarkt, den ihr habt? Das ist der Bauernmarkt, der fängt am 18. wieder an und ist jeden Samstag von 9 bis 12 Uhr. Mhm. Der ist ja am Tag nach der Volkstv-Party
Auch. Der ist nach, also am Tag danach ist die Eröffnung vom Bauernmarkt. Mhm. Und ich hoffe, du bleibst länger unten. Ja, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass wir da auch noch vorbeischauen. Ich glaube, um 9 ist ja schon eröffnet. Ja, genau, von 9 bis 12 Uhr geht der Bauernmarkt. Ja, perfekt. Kurt, das schaut aus, als wärst du gerade voll bei der Arbeit. Ja. Es gibt viele Kopien, aber nur ein Original. Ja, das ist mein Motto, so mein Spruch. Mhm. Also es gibt viele Pizzerien, aber so eine Pizza bekommst du nur bei mir. Die Volkstv-Pizza, die gibt es nur beim Pizzeria Kurt in Gamlitz. Jetzt ist es soweit, das, auf das alle gewartet haben, alle Infos zur kommenden Volkstv-Party in Gamlitz bei der Pizzeria Kurt. Wann geht's los? Wo genau? Also ich würde sagen, ab 18 Uhr sollen die Leute anreisen, weil ab 19.30 Uhr geht die Party los. Mhm. Und ganz wichtig ist, der Frontman dieser Gruppe ist der Sepp Mattelschweiger, ja, mit Juche. Ja. Dann kommen die Baggerbuben. Und natürlich aus der Region kommt der Austrian-Postel-Express. Okay, also Sepp Mattelschweiger, Baggerburm, Austrian-Postel-Express, die waren ja auch schon in der Sendung bei mir. Und eine Überraschung habe ich, das wisst ihr, glaube ich, noch gar nicht, habe ich vom Daniel Bescheid bekommen. Salzburg-Sound hat sich auch angekündigt. Ja, super, super. Und es gilt noch, jetzt gesagt, jeder, der ein Instrument spielt und der kommen möchte, ist herzlich eingeladen, da dann auch mal aufzuspielen. Ja, selbstverständlich. Jeder, der was ein Instrument ist, egal ob das ein Teufelsgeigen ist oder eine Ziehharmonika, der Luki wird kommen. Ja. Das ist ein 12-jähriger Musikant, mit seinem Freund spielt er. Und der kann spielen, das ist unvorstellbar. Das ist unvorstellbar. Und die genaue Adresse, falls es wer ins Navi eingeben will? Das ist Obere Hauptstraße 48. Obere Hauptstraße 48 in Gamlitz. Ab 18 Uhr, offizieller Beginn? 19.30 Uhr. 19.30 Uhr. Ja, wir vom Volkstv, also die Clara und ich haben gesagt, so ab 15 Uhr werden wir da sein. Der Daniel mit dem Kamerateam auch schon früher da. Um Mitternacht beginnt dann die Verlosung. Ah, eine Verlosung gibt es ja auch noch. Und die Verlosung wird der Daniel machen und das Glücksengel ist die Lisa. Oh, ich darf da das Glücksengel sein. Ja, ich hoffe, ich bringe Glück. Was gibt es denn alles zu gewinnen? Also ich habe einige Sponsoren aufgetrieben und der Juwelier von Gamlitz, der Grischper Seppel, der hat mir ein Silberkollier mit Weinstein gesponsert. Oh. Dann habe ich bekommen vom Buschenschank Brenner eine Nacht für zwei Personen, mhm, mit Übernachtung. Und dann von Weingut Doso auch eine Übernachtung für zwei Personen. Ja. Dann von unserem Tourismusobmann habe ich bekommen 3 Magnumflaschen Rotwein. Oh. Ja, und so auch Kleinigkeiten kommen noch dazu. Und von der Kathi, die hat ein Modegeschäft, ein Trachtenmodegeschäft, ja, habe ich auch einige Sachen bekommen. Ah, okay. Also da bekommen wir, das sind ja wirklich jede Menge. Und schade, dass das Glücksengel nichts gewinnen kann dann. Ja, das Glücksengel wird schon einen Gewinn bekommen. Oh, okay, na, da ist mein noch lieber Glücksengel. Wie funktioniert das dann? Gibt es Lose zu kaufen und ich ziehe dann? Ja, es gibt Lose zu kaufen. Und die Lisa, das Glücksengel, wird dann um Mitternacht die Lose also ziehen, mhm, und auch die Gewinne dann verteilen. Oh, okay. Ja. Ich freue mich auf meine Aufgabe. Ja. Wisst ihr schon, wie viel ein Los kosten wird? Einen Euro. Ein Los, einen Euro, da kann man ja, ja, einfach kaufen. Was steht sonst noch am Programm? Für Essen ist, glaube ich, gesorgt. Für Essen und Trinken ist gesorgt. Also es müssten nur die Leute die gute Laune mitbringen. Mhm. Und ich glaube, dann wird schon alles so funktionieren, wie wir uns das vorstellen. Ja. Gibt es einen Dresscode? Ja, es gibt einen Dresscode und zwar eine Trachtenjeans, mhm, und Volkstv-Leiberl. Ja. Und jeder, der dann halt in Tracht kommen möchte, kann natürlich in Tracht auch erscheinen. Mhm. Also ich habe auch geplant Jeans, ja, und dann das Volkstv-T-Shirt, ja, dazu. Ja, passt optimal. Passt optimal, ja, perfekt. Passt optimal. So, ich glaube, jetzt müssen wir nochmal alles wiederholen. Das waren jetzt so viele Informationen. Ab 18 Uhr gerne schon da sein. 18 Uhr gerne da sein, 19.30 Uhr Beginn. Dann Mitternacht gibt es die Verlosung. Mhm. Kostenpunkt der Lose sind 1 Euro. Mhm. Und was haben wir da noch? Ja, angekündigt eben Baggerburm, ja, genau. Salzburg-Sound, wie ich euch jetzt gesagt habe, Mattelschweiger. Ja. Dann Postel-Express,
dann der kleine Lukas und dann werden noch viele andere kommen, die natürlich noch keine Zusage machen konnten, aber ich glaube, da werden einige noch erscheinen, worüber wir uns sehr freuen werden. Also wir haben ja auch schon Anrufer aus Niederösterreich, glaube ich, gehabt, die gesagt haben, ja, wann ist die Party? Ich will da unbedingt hinkommen. Ja, na, es wird sicher, glaube ich, es wird ein Erfolg werden. Ja, es wird ein Erfolg werden. Ich freue mich auch auf jeden unserer Zuseher und Anrufer, der da vorbeikommt. Bitte gerne mich auch persönlich ansprechen. Ich freue mich immer, wenn ich ein Gesicht zur Stimme dazu habe. Sonst war es das von der Volks-TV-Party, oder? Ich glaube, jetzt haben wir eh schon ziemlich alles gesagt. Ja. Und da sind wir auch schon wieder zurück mit Volks Interaktiv am Dienstagnachmittag. Heute mit meinen Gästen von der Pizzeria Kurt, mit dem Kurt und mit der Gitti. Freut ihr euch jetzt schon auf das Spiel? Ja, wir freuen uns. Ich glaube, ihr kennt das Spiel auch schon. Ist das wahr, heißt, 5 Behauptungen stelle ich auf und ihr müsst raten, ist das wahr oder ist das falsch? Und für jedes richtige Raten gibt es einen Punkt. Jetzt werden wir sehen, wie ein gutes Team sind, gell? Ja, jetzt stellt sich's dann heraus. Also ihr dürft euch beraten, müsst euch dann halt auf eines einigen. Seid ihr ein bisschen bibelfest vielleicht? Weniger. Weniger, aber Adam und Eva sind ein Begriff. Und es gibt ja oft so bildnerische Darstellungen von Adam und Eva. Und ich behaupte jetzt, auf Darstellungen von Adam und Eva, da hält Eva eine Mango in der Hand. Oh, das ist sicher falsch. Falsch. Ja, gut, was Leichtes zum Einstieg. Wisst ihr, was sie in der Hand hält? Das Blatt. Ich glaube, das Feigenblatt. Nein, sie... Oder den Apfel. Sie pflückt den Apfel. Genau, es ist ein Apfel. Ja, es ist ein Apfel, ja. Genau, das ist euer erster Punkt. So, jetzt wird es ein bisschen schwieriger. Kennt ihr Wismut? Ich behaupte, Wismut ist ein Schwermetall. Wismut? Nein. Ich würde auch Nein sagen. Sagt sie Nein? Wismut ist ein Schwermetall, ja? Aber noch immer die Chance auf 4 Punkte. Vielleicht kennt ihr euch bei Fremdwörtern besser aus. Das Wort rentabel ist ein anderer Begriff für pensionsreif. Rentabel. Pensionsreif. Das passt nicht. Nein. Stimmt nicht. Stimmt nicht? Nein, stimmt nicht. Ist euer zweiter Punkt. Es ist nämlich ein anderer Begriff für ertragreich. Genau. Ja, aber rentabel Rente, gell? Da muss man schon zuerst mal ein bisschen nach. Irritierend war das, Lisa. So, bei Volks-TV im Programm, da kennt ihr euch ja sicher super aus, schätze ich mal. Schauen wir mal. Da traue ich mich jetzt fast wetten, dass ihr das wisst. Das Lied Der Sommer, das ist meins, das wird im Programm von Volks-TV von den Pagapurm gesungen. Oh, das ist falsch. Das ist falsch. Ist falsch, ja. Ja. Und zwar von wem wird es gesungen, wisst ihr das? Von dem nahm man jetzt nicht ein. Du hast den F. Ja, ich weiß. Ein Tipp. Es ist ein Tier. Die Gruppe ist nach einem Tier benannt. Nach einer Wildkatze. Es ist jetzt Tiger. Außer Konkurrenz. Die Tiger. Tiger, genau. Tiger. Die Tiger. Die Tiger. Genau, jetzt habt ihr 3 Punkte, oder? Habt ihr bis jetzt? Ja. Jetzt vielleicht noch den 4. An den Schilling könnt ihr euch noch erinnern. Ja. Und der hat 1924 eine Währung abgelöst. Und diese Währung war die Krone. Vor Schilling war Krone. Oder war der Gulden? Nein, Gulden war nicht. Oh, warte mal. Wir nehmen die Krone. Die Krone nehmen wir, ja. Nehmt ihr die Krone, ich gratuliere euch. Das sind 4 Punkte und ich habe auch Bilder vorbereitet. Und zwar haben wir da die Krone und den Schilling auch noch. Also hat für mich auch schon wieder etwas fremd ausgeschaut, muss ich sagen. Aber schöne alte Zeiten. Schöne alte Zeiten, ja, genau. Ja, vielleicht in ein paar Jahren. Was hat den Euro abgelöst?
Genau. Ne? Als nächste Frage. Ja? Also 4 von 5 Punkten kannst du dich durchaus sehen lassen. Ja, super. Gratuliere dazu. Einmal habe ich sie noch bei mir von der Pizzeria Kurt, wo ja jetzt am Freitag die erste Volks-TV-Party stattfindet. Den Kurt und die Gitti. Und jetzt habt ihr da so viele Sachen mitgebracht. Ich habe nur über die Süßigkeiten geredet. Jetzt, was habt ihr denn da jetzt alles dabei noch? Also ich habe von Gamitz mitgebracht, das erste Mal, wir haben in Gamitz den größten Motorikpark Europas. Okay, das haben wir da, ja. Das haben wir da. Und dann werden eben unsere Landschaft ist ja traumhaft, speziell im Herbst. Und da habe ich einiges mitgebracht. Ich muss da mal schauen, Motorikpark, da kann man schauen, wie motorisch fit man noch ist. Ja, genau. Okay. Hast du das selber schon mal gemacht? Noch nicht probiert. Du auch noch nicht? Nein, noch nicht. Oh, dann wird es aber Zeit. Es schaut gefährlich aus irgendwie. Ja, wenn man nicht vorbereitet ist, schaut es gefährlich aus. Das ist ein Gastgeberverzeichnis? Okay. Ja, das sind alle Zimmer drinnen, Zimmervermieter, Buschenschenken. Mhm. Wein und Tradition, ja, ist genau. Ja auch wichtig, wenn man in die Steiermark kommt. Bist du da auch irgendwo drinnen? Bin ich auch drinnen, ja. Aha. Okay. Auch im Verzeichnis unter den Gasthäusern. Okay. Interessant. Was haben wir noch? Was ist das? Das da hier, da sind einige Bilder drinnen, von wo im Motorikpark ein Badesee ist und wo man sich eben erholen kann. Ah, okay. Das heißt, wenn man sich dann da ausgetobt hat, genau, dann kann man sich dann erholen, kann man sich noch erfrischen, ein bisschen entspannen. Ins Wasser springen. Dann habe ich den Veranstaltungskalender. Das ist ja besonders wichtig, denn da muss ich auch noch reinschauen, weil ich schon in alles reinschaue. Wo seid ihr überall dabei? Wisst ihr schon, was jetzt in Kürze ansteht? In Kürze steht einmal, nächste Woche steht an die Südsteiermark-Klassik. Das ist einmal ganz wichtig. Und da fährt auch der Peter Kraus mit. Ja. Ja, das freut mich sehr, dass der da mitfährt. Ich muss da fast schauen, dass sich das ausgeht, dass ich vorbeikomme. Ja, die ganze Region feiert eigentlich, weil rund um Gamlitz herum feiern sie jetzt 60 Jahre Südsteirische Weinstraße. Mhm. Okay, also es steht wirklich einiges an da bei euch. Steht der Bauernmarkt auch drinnen? Der Bauernmarkt steht auch drinnen. Wo bekommt man das alles? Das bekommt man im Tourismusbüro in Gamlitz. Ah, okay, falls man heute nicht gerade zufällig oder bei mir der, ist. Oder ja, bei mir in der Pizzeria. Bei dir bekommt man das auch. Und da haben wir nochmal... Da haben wir auch noch ein Werbe. Oh, ist das jetzt so riesig, gell? Das ist ein riesengroßes. Oh, das werde ich jetzt nicht ganz aufmachen. Doch, sagen Sie aus der Regie, ja. Das sieht man mich gar nicht mehr. Aber schön ist in Gamlitz. Ich glaube, das kann man erkennen. Es ist ja so die steirische Toskana, oder? Ja, das ist die steirische Toskana. Mhm. Und wie ist es, dann dort zu leben? Ist ja ganz schön, oder? Ja, finde ich schon. Also es kommen sehr viele Leute von Deutschland, Holland, ganz egal, aus der Schweiz sehr viele und aus Wien natürlich. Mhm. Einheimische kommen sehr viele aus Wien. Und was Tradition ist, in Gamlitz nicht Tradition, aber wir haben ein Schloss und dort werden sehr viele Hochzeiten gefeiert. Ah, okay. So, da kommen Sie wirklich von weit her nach Gamlitz. Ich hoffe, dass auch viele zur Volks-TV-Party kommen werden. Wie ist denn jetzt? Wollt ihr noch wen grüßen? Ihr müsst heute gar nicht dafür anrufen. Ja, ich möchte vorerst einmal meinen lieben Freund, den Hans Everl aus Vorarlberg, liebe Grüße. Und natürlich alle, meine Schwester, mein Bruder und natürlich den Austrian Postal Express, liebe Grüße. Wir sehen uns dann am Abend. Weil wir feiern dann am Abend ein bisschen. Ihr feiert heute Abend. Dann grüße ich alle ganz lieb von mir. Und ich schließe mich auch gleich an. Liebe Grüße an unsere Anni, die Küchenbärle, unsere Servicekraft, die Jasmin, die uns sicher zuschauen wird. Dann meine Kinder, natürlich unsere Kinder, Entschuldigung. Und alle Gäste, die immer bei uns so treu sind, möchte ich recht herzlich grüßen. Und sie sollen am Freitag mit guter Laune erscheinen und viel Spaß mitbringen.